Hallo, jetzt geht's weiter mit dem Bau des Stuhls aus Eiche. Nachdem ich die Werkstücke abgerichtet und ausgehobelt habe, wird jetzt angerissen. Hier seht ihr das Anreißen der schrägen Seitenzargen. Hier seht ihr das Fräsen der Zapfen auf der Tischfräse. So, der erste Passversuch und wie ihr seht, sieht ganz gut aus. Ich denke, so kann es bleiben. So stelle ich bei der Oberfräse die Tiefe ein. Wie ihr jetzt gleich sehen könnt, null ich erstmal die Oberfräse. Jetzt ist die Oberfräse auf 0 eingestellt, der Revolveranschlag wird auf 0 gesetzt. Soll ein 10 mm tiefes Zapfenloch entstehen. Ich nehme einen 10 mm Bohrer, drücke den Tiefenanschlag hoch, stelle es fest und nun habe ich die feste Tiefe von 10 mm eingestellt und das Fräsen ist problemlos. Nach dem Fräsen der Zapfen müssen diese abgesetzt werden. Dieses erledige ich von Hand mit einer scharfen Japansäge. In der Zwischenzeit habe ich das Rückenteil des Stuhls angefertigt und jetzt werden die einzelnen Streben eingepasst und im Anschluss verleimt. Solltet ihr ein ähnliches Projekt verfolgen, gebe ich euch den Tipp, gebt nicht zu viel Leim in die Zapfenlöcher, denn dieser quillt dann heraus und kann beim Leimverleimen extreme Probleme bereiten. Nachdem alles passend zusammengeleimt wurde, konnte ich jetzt alle Teile zusammenfügen.
Jetzt wartet es auf die weitere Bearbeitung, nämlich das Schleifen und Ölen. Das werde ich euch im nächsten Teil zeigen.